Mein Mann, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris, ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox ein Skript vor, und zwar Erhöhung der Anzahl an Höfen. Dieses Skript wird zur Verfügung gestellt vom Vertex-Design und der und die Modder schreiben eine Mod-Beschreibung. Da ist das Skript ist leider nur für PC und Mac. Es tut mir wirklich leid für unsere Freunde der Konsole, aber ihr wisst, Skripte sind halt nur für PC und Mac-Spieler. Ihr müsst aber so durch. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir, wenn das Video zu Ende schauen würdet, einen Daumen da lasst, einen Kommentar da lasst. Oder wenn ihr es noch nicht getan habt, die Glocke aktiviert, um keine weiteren Mod-Vorstellungen mehr von uns zu verpassen. Wie gesagt, es kommen definitiv auf der Konsolen-Mods raus, also auch präsentiert von uns. Also könnt ihr euch darauf verlassen. Nur heute leider Gottes einmal nur ein Skript. Ja, des Weiteren, wenn ihr euch für die kaufbaren Inhalte interessiert, zum Beispiel für LS25, schreibt unter dem Video, müsst ihr Links haben zu den Links von McManus. Wenn ihr diese Links nutzt, zahlt ihr nicht mehr, nicht weniger, aber ihr unterstützt McManus und den Entwickler. Und das wiederum wäre natürlich sehr cool, würde uns natürlich sehr freuen. Ja, was bedeutet das Skript? Ihr kennt es ja, in der Regel habt ihr, wenn ihr im Multiplayer spielt, insgesamt 8 Farmen maximal zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt 8 Farmen machen, weil wenn ihr einen großen Server habt, könnt ihr mit 16 Leuten darauf spielen. Das heißt, 2 pro Farm könntet ihr spielen. Wenn ihr aber sagt, dass ihr so eine große Maps habt, wie was ich Nordfriesische Marsch oder was es alles gibt für große Maps, die vierfach sind, wo ihr gerne mit mehreren Leuten spielen möchtet und könnt, oder halt eben mehr Farmen braucht, ne, also wo ihr darauf spielen könnt, ist dieses Skript quasi im Hintergrund. Das heißt, wenn ihr mal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farben habe ich schon erstellt. Das wäre jetzt hier die 8. Ne, die 8 kann ich einfach willkürlich erstellen. Zack, ne, sind erstellt. Und jetzt seht ihr schon hier, kann ich weitere Farben erstellen. Ne? Das heißt, das Skript macht 1 von den standardmäßigen 8 Farben, die auf also das Spiel limitiert euch quasi, dass ihr maximal 8 Farben erstellen könnt. Und somit seid ihr damit eingeschränkt. Und dieses Skript sorgt dafür, dass ihr bis auf 15 Höfe quasi erhöhen könnt. Ne? Und ihr seht jetzt auch schon, sagt, das ist dann der letzte und das war's dann. Ne? Jetzt habt ihr quasi 15 Höfe, die ihr erstellt habt, in denen ihr quasi dann wechseln könnt, um quasi euer, euer Multiplayer-Game quasi dann anzupassen. Ne? Dann kennt ihr das ja auch mit den Rechten, die ihr verteilen müsst. Jetzt hier Farm Manager, gut, jetzt bin ich natürlich als Admin hier drauf, aber da könnt ihr auch Farm Manager verteilen und. Ist halt wirklich nur an die Leute gerichtet, die gerne mit vielen Leuten spielen, beziehungsweise mehr als die üblichen 8 Farmen benötigen. Ich meine, ihr könnt auch alleine, wenn ihr das alleine macht und möchtet ganz gerne vielleicht gewisse Produktionen, gewissen Höfen zuordnen, das ist das alles, was so zum Bearbeitung von Kühen gehört, Milch, Fleisch, wenn ihr Schlachterei so drauf habt, könnt ihr natürlich darüber machen. Ne? Ist natürlich nicht so verkehrt, liegt aber an euch. Aber das ist eigentlich eher so für Multiplayer gedacht, funktioniert auf einem dedicated Server. Das nutzen wir sogar bei True Farming. Ne? Nicht zu vergessen, da benötigen wir auch mehr als 8 Farmen, allein für die ganzen RP-Charaktere, die da rumlaufen. Also funktioniert der Mod eigentlich auch auf dedicated Server eigentlich recht entspannt und gut. Ja, und das ist eigentlich das, was ich zu diesem Skript sagen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, belohnt es gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und Ciao bis zum nächsten Mal. Euer Christopher Modbox. Ciao.